nette Menschen und auch ein sehr attraktiver junger Mann im Publikum, mit dem ich mich verabredet habe. Obwohl, ich sage mal, der junge Mann an der Kamera gefällt mir auch sehr gut. Darf ich Sie um Ihren Namen bitten? Bitte, liebe Bundeskanzlerin, wir sind hier gefangen von Gaddafi in Libyen im Keller. Bitte holen Sie uns raus. Meine Frau nicht, die ist schon zu alt, aber mich, ich kann auch abwaschen, Rasenmähen, Hunde so, auch. Jetzt halten wir den Mund. Darf ich Sie fragen, wie Sie heißen? Selbstverständlich, ich bin der Sven. Sven, und Sie sind wie alt? 19. 19, ach. Und haben Sie eine Partnerin, Sven? Einen Partner. Ach ja. Das gibt es auch. In Herborn? Ja, in Herborn gibt es und der Partner sitzt zufällig hier. Ach so. Also da würde ich Sie jetzt mal bitten, das schöne Finger Steht ein Schwuler an der Tanke, schnippt sich Zapfran hinten rein. Macht Gesicht, wie wenn sie das Richtige erhat auf Lottoschein. Kommt der Tankwart an und schreit ihn an, ist das normal, Mann, hey? Schaut der Schwule ihn an und sagt ihm dann, nee, das ist super, ey. Herr Meier braucht 4 Brötchen und geht zum Bäcker hin. Und als er dran ist, sagt sie ihm die Fachverkäuferin, als Angebot des Tages empfehle ich Ihnen sehr, nehmen Sie doch 5, da haben Sie eins mehr. So kommst du nicht in die Motto-Shops. Also man sieht, ihr beiden, ihr schreckt schon nicht zurück. Auf der Bühne hat man das gesehen, ihr nehmt kein Blatt vor den Mund. Habt ihr eigentlich schon mal Ärger bekommen? Mit wem? Ich bekomme mit meiner Frau immer Ärger, aber das ist was anderes. Ich kann mich auch gut wehren. Ja. Yeah. Yeah. Zu Hause habe ich die Pantoffeln an. Neulich ist sie auf Knien zu mir gekrochen und wissen Sie, was sie gesagt hat? Ja, komm unter dem Bett hervor und kämpfe wie ein Mann. Wir sind über der Zeit schon. Was ist denn das für ein Radiosender? Das ist kein Radiosender, das ist eine Kamera, du Halbidiot. Wieso nennst du mich Halbidiot? Nur weil ich dir nicht die ganze Wahrheit sagen wollte. So, also weiter geht's. Genau, würde ich sagen, machen wir auch weiter. Euer Programm. Ja. Eine Mischung aus Comedy und Musik. Entschuldigung, ist das dein Atem oder ist ein Zirkus in Herborn? Hm. Also, eine Mischung aus Comedy und Musik, Sie müssen ja gar nicht hinhören, wenn ich werde es einfach nicht beachten. Eine Mischung aus Comedy und Musik. Ja. Bin ja klassisch ausgebildete Sänger. Klassisch ausgebildete Sänger. Hat man jetzt gar nicht so auf der Bühne gemerkt. Ich hab's nicht gesagt. Ja, wie habt ihr euch denn gefunden eigentlich? Also, ihr sagt, wir haben uns ganz lieb und wir gehen jetzt zusammen auf die Bühne. Der Vater von Emmy hatte mehrere Töchter und dann kamen wir Aspiranten an und die anderen waren schnell vergeben, die anderen. Und Emmy stand dann alleine herum und dann sagte der Vater, ich lasse von oben eine Feder fallen. Und der Typ, der die Feder auf den Kopf kriegt, muss Emmy heiraten. Was haben wir gepustet? Ja, und dann Milowski ist mir eine Serviette auf den Kopf gefallen, seitdem hat er einen Gehirnschaden. So, ist die Frage damit doch umfangreich beantwortet, ne? Umfangreich beantwortet. Er ist damals, meine Damen und Herren, ins Programm aufgenommen, das folgende Lied. Und möchten es Ihnen heute Abend. Ich kann mich nicht konzentrieren, weil er was für Grunzgeräusche macht. Das muss man sagen, wenn Herr Wilnowski zum Orgasmus kommt, dann grunzt er auch immer so entsetzlich mit einer Lautstärke. Das ist wirklich fürchterlich.
ist das Problem. Ich werde davon immer wach. Ich habe für die Nummer keinen Chor gestellt. Okay, Jungs, ihr könnt nach Hause. Habt ihr euch schon mal überlegt zu trennen? Trennung, ja, das ist finanziell schwierig. Meine Frau ist von mir abhängig. Das ist zum ersten Mal. Mein Bruder ist Arzt und Aha. Er gibt mir immer Geld. Ja, stimmt. Okay, und jetzt machen wir gerade Pause. Was können jetzt noch die Zuschauer von euch erwarten? Naja, also weitere spektakuläre Abendgarderobe und weitere wunderbare Lieder und Chansons, bei denen man hört, dass ich eine klassisch ausgebildete Sängerin bin. Deine Stimme hört sich an wie ein Wagen, der mit angezogener Handbremse einen Berg runterläuft. Und wenn Dummheit Rad fahren könnte, müsstest du bergauf bremsen. Also man merkt schon, ihr beiden habt euch wirklich gern. Ja, bei uns war es Liebe auf den ersten Blick. Ihr könnt euch mal einen Schreck vorstellen, als ich zum zweiten Mal hingeguckt habe. Okay, und ihr tritt doch immer im Quatsch, kommen die Flip auf. Ja, das sind wir regelmäßige Gäste, nicht Pärchen? Deine Zähne sind wie Sterne, die kommen nachts raus. Also regelmäßige Gäste im Quatsch kommen die Club in Berlin und in Hamburg und natürlich auch im Schmidt-Theater in Hamburg und in vielen anderen Bühnen auf. Wir spielen aber auch Schach. Wir spielen auch Schach und Dame und Mama. Ja. Also man sieht, Emi und Herr Benowski kommen viel rum. Wenn ihr sie sehen wollt, ihr seid noch auf Tour. Wir sind im Moment noch auf Tour. Sie können sich unsere Homepage angucken, da sind alle Termine drauf. emi-online.de. Oder im Quatsch Comedy Club. Ja. In Berlin, Hamburg, Schmidt-Theater. Ja. Danke, dass ihr hier seid. Ich freue mich. Es war uns ein Vergnügen. Ich freue mich schon sehr auf die Verabredung mit Ihrem Partner. Was kostet denn das? Das kostet gar nichts, du Trottel. Dankeschön. Und halten Sie uns und vor allen Dingen natürlich der Kulturscheune hier in Herborn weiterhin die Treue, meine sehr verehrten. Wo ist die denn? Da treten wir auf, mein Gott. Wann denn? Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.